Hallöchen, herzlich willkommen zu dieser dreiteiligen Serie. Das wird eine dreiteilige Serie und du schaust gerade den ersten Teil. Und ich bin so eine richtige Reisemaus und reise seit 20 Jahren mittlerweile. Also meine erste Reise war mit 19, jetzt bin ich 39. Alleine, meistens alleine, aber manchmal auch mit Menschen, durch die Welt als Backpackerin und was ich da so erlebe, wie es mir da so ergangen ist und ob ich das empfehlen kann, das erzähle ich dir in diesem Video, also meine eigenen Erfahrungen. Und in dem zweiten Teil werde ich dir dann Tipps geben, wie du günstig als Backpacker, als Backpackerin durch die Welt kommst. Und der dritte Teil, speziell für Frauen, wie ist das alleine zu reisen, worauf habe ich geachtet? Und ja, das wird dann im dritten Teil kommen. Du findest die Links, wenn die dann schon erschienen sind, hier unten in der Infobox. Und da kannst du einfach mal dann reinschauen. Doch bevor ich anfange, liegt es mir am Herzen, den Menschen zu danken, die mir, ja, wie soll ich sagen, bedingungslos Geld schenken. Ich bin immer wieder wirklich tief gerührt. Ich habe das jetzt erst wieder entdeckt, dass mir jemand via PayPal Geld geschenkt hat. Und ja, das rührt mich immer, weil ich damit nicht rechne. Und ich bin total dankbar dafür. Auch über Patreon spenden mir mittlerweile drei Menschen jeden Monat Geld. Und das ist für mich irgendwie ein großes Geschenk, diese Erfahrung zu machen, weil das ist irgendwie was, wo ich so denke, wow, die Menschen geben das wirklich freiwillig. Und das ist für mich richtig schön. Ja. Oder auch die Menschen, die meine Videokurse, den Videokurs kaufen, den Selbstliebe-Videokurs. Da gibt es auch eine kostenlose Version, da findest du auch die Infos in der Infobox, wenn du erstmal reinschnuppern willst. Auch zum Thema Selbstliebe. Und ja, das ist irgendwie schön zu erleben, dass ich meinen Weg gehe und das mache, was mir Freude macht. Und ich damit andere inspiriere, und das ist auch der Sinn dieser Reiseserie. Ich höre immer so viele, die sagen, oh, du bist so mutig und du bist schon so weit rumgekommen und bist da alleine unterwegs. Wow, wie machst du das? Und wo hast du das Geld her? Und so Sachen. Und ja, und ich möchte auch, ich gebe einfach gerne weiter das zurück und möchte meine Erfahrungen gerne mit dir teilen. Und ja, ob das jetzt in einem Videokurs ist oder in einem Video auf YouTube. Und ja, jetzt gibt es auf jeden Fall hier diese Serie. Und ich fange mal ganz von vorne an. Ich war, glaube ich, 17, 16, 17, da habe ich eine Dokumentation über Indien gesehen und es war so ganz farbenfroh und bunt und ich wusste, oh, da muss ich hin, da möchte ich hin, da zieht meine Seele total hin. Und dann gesagt, getan. Ich wusste, nach dem Abitur will ich dahin fahren. Da war ich 19, das war 1997. Und das war für meine Mutter ganz schwierig, das erste Mal alleine, also dass ich weggehe, alleine und dann als Frau und so weit weg und in ein Land, wo sie keine Vorstellung hatte. Und ich wusste einfach nur, ich will dahin, ich habe mir gar keine Gedanken gemacht. Und ja, was gibt es da so für Geschichtchen? Erstmal war das so, dass ich, weil ja auch immer viele interessiert, wie finanziert man sich das? Und ich meine, als 19-Jährige, ich hatte nichts gespart. Ich bin dann nach Berlin gefahren und wollte da für 2 Monate sein, hatte von einer Freundin die Wohnung bekommen und dachte, ich suche mir da einen Job und verdiene mir das Geld für die Reise. Hat aber überhaupt nicht funktioniert. Ich habe gar keinen Job gefunden. Ich wusste überhaupt nicht, wie ist da der Einstieg? Ja, ich hatte davor noch nie gearbeitet, also ich habe das Glück, dass meine Eltern mich sozusagen versorgt haben bis zum Abitur. Und ja, wie habe ich es dann trotzdem gemacht? Ich habe dann einfach meine Eltern gefragt, ob sie mir das sozusagen vorstrecken, das Geld, und ich ihnen das hinterher wiedergebe. Und der fällt mir ein, das stimmt gar nicht. Ich habe da schon gearbeitet. Ich habe ja schon Wein verkauft für einen Freund. Aber anscheinend hatte ich da nicht genügend gespart.
Auf jeden Fall habe ich mir das Geld von meinen Eltern geborgt und ich wusste, okay, wenn ich wiederkomme, dann verdiene ich das Geld im Sommer. Da war ich immer mit Freunden auf Festivals und dann wusste ich, spätestens da kann ich es ihnen wiedergeben. Also schon mal auch der erste Tipp, wenn du jetzt den Impuls hast zu reisen und du willst da irgendwie hin, dann und es zieht dich, dann guck, ob du es dir irgendwo borgen kannst, weil du kannst es auch hinterher den Menschen zurückgeben. Und ich finde, das ist eine legitime Sache und ich habe es mir erlaubt und es, ja. Genau, und dann bin ich am 6. Dezember 2012 losgeflogen. Ich weiß das so genau, weil eine Freundin von mir da Geburtstag hat und die mich zum Flughafen gebracht haben. Nicht zum Flughafen, sondern zum Zug. Meine zwei besten Freundinnen. Es war ganz früh morgens irgendwann. Ich weiß nicht mehr, von welcher Stadt ich losgeflogen bin. Aber auf jeden Fall bin ich in Indien angekommen, 19 Jahre alt, noch nie irgendwo in der Welt gewesen, außer mit meinen Eltern. Und ich weiß noch, ich bin da gelandet und der Geruch, der indische Geruch, es roch nach Abgasen, es war warm und schwül und ich habe mich wie zu Hause gefühlt. Ich habe dann auch lange Zeit gesagt, Indien ist meine dritte Heimat. Meine erste Heimat ist Deutschland, hier bin ich geboren. Meine zweite Heimat ist Ungarn, da bin ich sozusagen, da kommt die Hälfte meiner Familie her. Mein Vater ist ja Ungar. Und ja, und Indien, ich habe Indien geliebt. So, das hat sich mittlerweile ein bisschen verändert, ist ja auch 20 Jahre her. Aber ja, da war ich dann auf jeden Fall, bin ich dann da angekommen. Und ich weiß noch, ich wusste, ich will zuerst nach Goa, weil das ist europäisch. Das wusste ich, dass da ganz viele Touristen sind und dass das ein guter Startpunkt ist. Dann weiß ich noch, ich habe vorher schon geguckt, wie ich da hinkomme. Ich habe mir kein Hotel oder irgendwas vorher gebucht. Ich bin da einfach, habe einfach nur den Flug gehabt für 3 Monate. Und dann wollte ich da mit dem Bus hinfahren. Und also erstmal so ein Odyssee, zum Bahnhof. Man kommt da mit dem Zug hin. Nein, Fehlanzeige, dann mit dem Bus. Gleich typisch indisches Leben, volles Chaos. Auf jeden Fall war ich dann bin ich dann bei einer Busgesellschaft gelandet, die da hinfuhren. Und ich weiß noch, ich saß da in diesem Busdings da, das war so ein kleines Office, das war vielleicht 6 Quadratmeter groß. Und auf der anderen Seite war ein Stand. Und da gab es, es war so ein Restaurant, da gab es was zu trinken und was zu essen. Und ich hatte lange nichts gegessen und getrunken. Und ich saß da, ich weiß nicht, 1, 2, 3 Stunden, bis ich mich getraut habe, über die Straße zu gehen und mir eine Flasche Wasser zu kaufen. Das war so mein erster großer Act in Indien, diese Flasche Wasser zu kaufen. Ich habe in der Zeit sehr viel Tagebuch geführt, weil das schon, also ich hatte nach 1,5 Monaten richtig Heimweh. Und ich habe dann die Zeit so gut verbracht, wie ich konnte, aber es war schon auch für mich so herausfordernd. Auf jeden Fall, das war meine erste Reise. Und ich wusste nur die erste Station Goa und ich wusste, ich will nach Pune. Und dann bin ich, glaube ich, von Goa halt nach Pune gefahren, weil ich da auf jeden Fall hin wollte. Und war ich dann im Ashram von Osho und habe da eine Weile gelebt. Und ab da ist die Reise einfach so entstanden. Ich habe dann Leute getroffen, die haben gesagt, oh, fahr doch mal dahin, da ist es schön. Und dann fahr doch mal dahin, da ist es schön. Und dann habe ich das einfach gemacht. Und ich hatte vorher keine Reiseroute. Ich hatte schon einen Reiseführer dabei, einen Lonely Planet. Aber eigentlich habe ich den dann gar nicht mehr gebraucht, weil ich immer Leute getroffen habe. So. Ich hatte ihn aber trotzdem als Notfallplan dabei. Und ich habe es aber so gemacht, um das Gewicht so klein wie möglich zu halten, habe ich immer die Bundesstaaten, wo ich schon war, habe ich rausgerissen und dann war am Ende nur noch so ein ganz bisschen über. Ja, und dann habe ich so eine Ashram-Tour gemacht, wo ich halt verschiedene Gurus besucht habe, meditieren. Da habe ich das erste Mal meditiert. Ich war bei Amma im Ashram, die alle umarmt, kennt ihr vielleicht. Ich war in Pondicherry, in Auroville und ja, also ich habe mich da so durchtreiben lassen. Und immer als Frau alleine. Beziehungsweise ist es so,
wenn du alleine unterwegs bist, da gibt es so viele andere, die auch unterwegs sind. Die wollen auch nicht unbedingt alleine sein. Die sind jetzt auch nicht losgereist, weil sie alleine reisen wollten, sondern weil es niemand anderen gab. Also so war es bei mir. Ich war damals in meiner Clique sozusagen die Einzige, die halt sowas gemacht hat. Ich komme aus einer Kleinstadt, da ist niemand nach Indien gereist. Niemand aus meinem Bekanntenkreis. So. Ja. Und ich bin dann schon so Touristenpfade lang, ne? Also das habe ich mir jetzt auch nicht getraut, dass ich irgendwie, ich wollte gerne nach Darjeeling, aber das ist so weit abgelegen und da muss man durch, ja, lange durch unbekanntes Gebiet sozusagen, durch schwarze Löcher so, Touristenlöcher und da sind nicht so viele Menschen unterwegs und das habe ich dann zum Beispiel nicht gemacht. Aber also es war auf jeden Fall eine großartige Erfahrung. Als ich dann zurückgekommen bin, hatte ich erstmal einen Kulturschock. Nicht als ich nach Indien gekommen bin, sondern als ich zurückgekommen bin. Und war dann einen Monat in Deutschland und ich hatte das Gefühl, ich habe mich so verändert. Und die anderen haben gesagt, oh Mensch, zum Glück, du bist noch so wie früher und so. Und ich konnte das nicht raffen, dass die das nicht sehen, dass ich mich total verändert habe und so. Und dann bin ich erstmal 2 Monate zu meiner Großmutter nach Ungarn gefahren, um das irgendwie dort alles zu verarbeiten. Genau. Und dann, danach bin ich nach Südamerika, war da in Ecuador. Da ist total schön an Ecuador, das ist so ein kleines Land, so ein kleines Land, wo du innerhalb von einem Tag vom Meer in die Berge in den Dschungel kannst. Ja, also da hast du auf einem kleinen Gebiet alles. Ja, du hast das Meer, Dschungel und Berge, wie gesagt. Die Anden, ja, wir waren da wirklich, da war ich mit einer Freundin zusammen und wir waren da wirklich im Nirgendwo. Ich bin da auf Wegen gegangen, wo ich so, oder lang gelaufen, wo ich dachte, da ist noch nie ein Mensch lang gelaufen. Und das Verrückteste, was mir in Ecuador begegnet oder passiert ist, war, als ich hatte damals, war das üblich, mit Traveler-Checks zu reisen und ich hatte also so lauter 100-Dollar-Noten, weil ich mich vorher informiert hatte, dass halt Traveler-Checks in Dollar das Beste ist, um dort zu reisen. Das habe ich auch in Indien gemacht gehabt. Und genau, ich hatte da eine Kreditkarte dabei, ich hatte Traveler-Checks und ein bisschen Bargeld so. Und ja, und dann waren wir da irgendwo im Nirgendwo, im Dschungel, nee, das war in den Anden, in den Bergen. Und unser Geld war alle. Und ich hatte halt nur diesen Traveler-Check. Und dann haben wir da mit irgendwelchen Leuten gesprochen. Die haben gesagt, ja, da hinten gibt es so eine Hütte, eine Frau, die macht das. Und das war dann total kurios. Wir saßen dann hinter der Hütte auf 2 so einfachen Stühlchen. Die hatte einen Riesensack voller Geld. Weil 100 Dollar ist für die mega viel und ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie die Währung da heißt, aber auf jeden Fall war ich danach Millionärin, mehrfache Millionärin. Und das war irgendwie so kurios, da wirklich zu sitzen, ohne Bankschalter, ohne irgendwelche Maschinen, sondern einfach, sie hatte ihren Sack, ich habe ihr den Scheck gegeben, ich habe ihn unterschrieben und ich konnte mir nicht vorstellen, dass sie mit diesem Scheck jetzt irgendwas anfangen kann. Aber ich hatte das Geld, also bekommen und von daher war das in Ordnung. Genau, und wir waren dann auch am Meer zum Beispiel, da fand ich auch noch spannend, dass vor dem Hotel hatten die so vor den Palmen so Wassergläser an beide Enden des Hotels irgendwie so aufgestellt und die sollten zum Beispiel die bösen Geister einfangen. Dort habe ich auch, das war 2000, zum ersten Mal Palo Santo, dieses Holz kennengelernt. Das riecht sehr, sehr lecker und das war dann auch noch sehr entscheidend, weil ich das dann in meiner Heilpraktikerschule mir wieder begegnet ist, weil wir das dort immer geräuchert haben. Und das war so ein ganz schöner Anker. Genau. Ich war auch schon viel innerhalb Europas unterwegs, viel mit dem Rainbow, in Kroatien, in Rumänien. Ich war öfter natürlich in Ungarn bei meiner Familie dort. Ich war in Polen, in Tschechien, ich war in Frankreich, da haben wir einen Roadtrip gemacht. Ich war in London, also England, und
Jetzt bin ich gerade in Belgien, oder also wenn ihr das Video seht, nicht mehr, aber ich nehme es gerade in Belgien auf, wo mich das Leben überall so hinführt, ja. Und genau, dann war ich auch in Spanien und habe da Spanisch gelernt für ein paar Monate, also ja, mehrere Monate. Und so Sachen habe ich halt gemacht. Und wie gesagt, ich war immer als Backpacker unterwegs. Ich hatte nie so viel Geld und ich habe auch gemerkt, dass wenn ich weniger für ein Zimmer bezahle, je interessantere Leute treffe ich. Also das sind einfach, so wie ich auch, eine Lebenskünstler, Lebenskünstlerinnen. Und ich habe gemerkt, wenn ich so Menschen kennengelernt habe, die dann vielleicht, also jetzt nur mal so als Vergleich, in Indien habe ich einen Dollar oder einen Euro für ein Zimmer bezahlt und dann gab es welche, die haben 5 € für ein Zimmer bezahlt. Die hatten dann Ventilatoren, die hatten dann saubere Laken und sowas. Und ja, und ich habe aber gemerkt, nee, das ist nicht so die sind nicht so auf meiner Wellenlänge. Und das ist zum Beispiel auch was, worauf du achten kannst, so, ne, dass du je nach Budget halt wahrscheinlich auch die Leute triffst, wie du so unterwegs bist. Ich bin auch immer, ich liebe das wirklich, so wie die Einheimischen unterwegs zu sein und fahre da mit den Localbussen und oder mit der Rikscha oder was da halt auch immer gerade ist. Und natürlich ist es luxuriöser und vielleicht auch sicherer, wenn man sich ein Taxi nimmt oder Taxi teilt mit anderen. Aber ich fand das irgendwie zu distanziert von der Kultur, von den Leuten dort. Und ich wollte immer so tief einsteigen. Ich habe mir auch immer die traditionelle Kleidung aus dem Land gekauft, in dem ich war, um da so richtig zu verschmelzen sozusagen. Da gibt es auch kritische Stimmen, dass man das irgendwie so, dass man das nicht annimmt. Aber ich fand das irgendwie schön und ich hatte auch das Gefühl, dass zum Beispiel gerade in Indien die Leute das sehr gut angenommen haben. Ja, dann, wie gesagt, also ich bin eigentlich fast jedes Jahr so unterwegs und in den verschiedenen Ländern. Und dann kam nochmal so eine ganz große Reisewelle 2009, bin ich zu einer Weltreise gestartet. Aus dieser Weltreise wurde dann ein Asientrip, 1,5 Jahre. Weil ich irgendwie, eigentlich wollte ich von Asien nach Neuseeland, war der ursprüngliche Plan, aber ich wollte nicht diesen Kulturschock haben von dieser, ich liebe einfach diese asiatische Tradition, dieses Fernöstliche mit dem Meditieren, mit dem Chaotischen zum Teil auch und so und ja, und bin dann halt einfach in Asien geblieben. Und das ist zum Beispiel auch ein Tipp, dass wenn du einen Punkt hast, einen Ort hast, den du auf jeden Fall sehen willst, dann pack den an den Anfang deiner Reise, weil danach du weißt nicht, was passiert. Also so reise ich zumindest am liebsten. Ja, ich bin zum Beispiel auch One-Way, diese Weltreise. Ich wollte keinen Plan machen. Ich habe einfach nur ein Hinflugticket nach Indien gehabt, weil ich wusste, da will ich noch mal hin. Und danach war alles offen. Ja, ich bin dann nach Nepal und habe da den Annapurna Circle gemacht. Ich habe den höchsten Pass, nee, das ist glaube ich doch nicht, die haben das zwar da immer gesagt, der höchste Pass der Welt, aber ich bin auf jeden Fall 5.400 Meter hoch gekraxelt und ja, das ist einfach sowas zu erleben, dass, also ich habe wirklich auf dem Reisen ein großes Selbstbewusstsein erlangt, großes Vertrauen in mich, dass ich alle Situationen meistern kann. Nachdem ich 5 Monate in Indien überlebt habe, da Hotelzimmer von Ort zu Ort gekommen bin und was weiß ich, wusste ich, ich komme überall in der Welt klar. Also wer in Indien klarkommt, der kommt überall in der Welt klar. Genau, und Nepal war einfach dann für mich so ein bisschen Erholung, weil Indien ist schon krass, wie die Leute einen da so anstarren, wie im Zoo. Und ja, weil man da zum Teil an Orten ist, wo niemand, also wo die noch keine Weißen gesehen haben oder keine Westler. Ja, und genau, dann habe ich diesen Annapurna Circle gemacht, was landschaftlich wirklich das Großartigste ist, was ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Da fängst du irgendwie ja, so mit Wald an. Und dann kraxelst du immer höher, immer höher.
Und dann kommst du irgendwann, werden aus den Bäumen Büsche, aus den Büschen wird Gras, aus dem Gras wird Sand, aus dem Sand wird Schnee, aus dem Schnee wird wieder Sand, aus dem Sand wird wieder Gras und aus dem Gras wird wieder Wald und dann kommt Dschungel. Also da hast du auch echt alles dabei. Und ja, also das war richtig schön. Dann bin ich auch noch in Thailand gewesen und in Malaysia, Singapur habe ich mir angeschaut. Und Malaysien war für mich am schwierigsten, weil es ein muslimisches Land ist. Und ich bin da ganz schwer nur mit zurechtgekommen. Ich habe da eine Freundin besucht, deswegen war ich da doch länger. Aber ich würde da selber nicht mehr hinreisen, weil das für mich wirklich sehr schwierig war zu erleben, wie die so mit den Frauen umgehen oder welche Rollen die Frauen dort noch haben. Und ich will da aber, wollte da aber auch nicht eingreifen, ne? Das ist ja deren Tradition, aber für mich war es einfach schwer auszuhalten. Da fällt mir noch was zu Indien ein. So apropos als Frau alleine. Wenn ich dann dort mal mit einem Mann unterwegs war, weil du lernst ja auf so Reisen dann immer andere Menschen kennen, mit denen du zusammen dann weiterreist. Und da war ich halt mal mit einem Mann unterwegs und habe dann beobachtet, dass die Menschen nicht mehr mit mir gesprochen haben, die Inder. Die haben dann nur noch mit dem Mann gesprochen. Und das fand ich total irritierend. Ja, und genau, und in Malaysien, da war das nicht ganz so schlimm, weil die irgendwie westliche Frauen anders angeguckt haben als ihre eigenen muslimischen. Das fand ich auch schwierig. Auf jeden Fall, ja, das war so was Schwieriges. Ein Highlight, was ich noch erzählen möchte, was ja auch so ein Zauber der Reise ist. Also einmal finde ich total genial, wenn du so reist ohne Plan, dann bist du sehr im Moment und dann passieren dir so viele unglaublich schöne Sachen. Du kommst an so viele unglaublich schöne Orte, von denen du vorher vielleicht gar nichts wusstest. Also ich kann das echt nur empfehlen, ohne Plan zu reisen. Und das Ganze noch ein Level höher ist dann so, dass ich zum Beispiel in Indien bei dieser Weltreise ganz am Anfang im Norden war, in Dharamsala, da wo der Dalai Lama lebt, weil ich gehört habe, dass dort, also ich wollte einfach mal den Ort dort kennenlernen, Meklongansch und ja, Baksu und wie die kleinen Orte da alle heißen. Und ich bin da richtig dolle krank geworden. Es ist immer so, nicht immer, aber ich habe das schon bei vielen erlebt, dass du, wenn du als Westler nach Asien kommst und ich esse da immer an Straßenständen und also ich will einfach wirklich diese Kultur dort erleben, die Originale und ja, ich achte dann schon auf meinen Instinkt, also ob ich das irgendwie sauber empfinde oder nicht. Aber trotzdem habe ich es nie vermeiden können oder dass ich sozusagen diese europäischen Bakterien werden ausgetauscht in die asiatischen. Und deswegen, ich bin da richtig schwer krank geworden. Also Magen-Darm, habe erbrochen, ich habe Durchfall gehabt, blutigen Durchfall. Das war auch auf der ersten Indienreise so. Und beide Male, und auch, ja, habe ich immer Menschen dann bei mir gehabt, die sich um mich gekümmert haben. Ja, also dieses reisende Volk, das ist dann auch, die sind dann auch im Moment, die haben dann auch die Zeit, ja, dass man sich so umeinander kümmert. Weil ich glaube, das liegt daran, dass man sich so vorstellt, wenn ich jetzt hier alleine unterwegs wäre und mir würde es so gehen, fände ich das auch schön, wenn jemand für mich da ist. Und ich habe dann dadurch, dass ich dort krank geworden bin, einerseits gab es einen Israeli, mit dem, also wir waren da. Ich glaube, mit 4, 5 Leuten war ich da zu dem Zeitpunkt unterwegs. Und da gab es einen Israeli, der sich total lieb um mich gekümmert hat. Und ja, obwohl der hat auch meinen, ich sag jetzt mal, zu ganz gerade raus, meine Scheiße weggemacht, weil ich konnte mich nicht mehr bewegen. Also so, ich war echt entkräftet. Und der war aber für mich da und hat das gemacht, ohne mit der Wimper zu zucken. So, ne? Und mir ging es halt immer schlechter und ich wusste, ey, wenn ich jetzt nicht zum Arzt gehe, ich weiß nicht, ob ich hier einfach krepiere. So, ja. Und dann habe ich durch einen glücklichen Zufall, bin ich dann beim Leibarzt des Dalai Lamas gelandet. Ist jetzt nicht, dass ich herausragend bin, weil ich als Westlerin da irgendwie unterwegs war oder weil ich besonders krank war. Nein, der Leibarzt des Dalai Lamas hat da den ganzen Tag, jeden Tag
alle Menschen umsonst behandelt. Du hast dann was für die Kügelchen, die Kräuterkügelchen bezahlt, aber nichts für die Behandlung. Und der behandelt alle, also Westler und Nepalesen und Inder und alle, die da hinkommen. Ja, und dadurch, dass ich so krank war, diese Kügelchen haben mir übrigens super schnell geholfen. Innerhalb von 3 Tagen war ich wieder vollauf wiederhergestellt. Und er hat es einfach über, der hat meinen Urin untersucht, ja, noch so ganz klassisch mit so einem Schneebesen und hat geguckt, die Farbe und ob der Schaum bildet und so und wie der Geruch ist. Und dann hat er meinen Puls gefühlt, also chinesische Medizin, und meine Zunge. Und daraus hat er eine krasse Diagnose erstellt, also ich habe nichts verstanden. Das ist natürlich auch sowas, ja, so dieses Vertrauen, sich da anzuvertrauen, nicht zu verstehen. Und ja, aber innerhalb von 3 Tagen war das dann weg mit dieser Kräutermischung, die er mir da gemacht hat. Ja, ich habe ein Foto davon, ich blende das mal irgendwo hier ein. ja, und weil ich so krank war, war ich dann halt länger dort und dadurch habe ich den Dalai Lama kennengelernt. Er hat dann dort einen Workshop über Buddhismus gegeben und weil ich halt länger da war, habe ich ihn dann noch erlebt. Also so Sachen, also sowas, sozusagen meine Krankheit hat sich dann auch zu was Gutem sozusagen umgekehrt. Genau. Ja, was kann ich denn noch so berichten von meinen Reisen? Das ist jetzt schon ganz schön lang, ne? Ich weiß nicht, ob ihr noch Lust habt, weiter was zu hören. Ich gucke mal kurz auf meinen Zettel. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht, ob ich alles, was ich sagen wollte, geteilt habe. Ah ja. Ja, ich glaube, was mir wichtig ist als Abschluss, ist, dass das Wichtigste, was ich wirklich immer beherzige auf meinen Reisen, wenn ich unterwegs bin, ist, dass ich auf mein Gefühl höre, dass ich auf meinen Instinkt achte, ja, dass ich wirklich nur an Orte fahre, an denen ich mich sicher fühle, dass ich nur mit Menschen mitgehe, mit denen ich mich sicher fühle. Und ich kann ja auch wirklich sagen, mir ist erstaunlich wenig passiert. Mir ist einmal eine Kamera geklaut worden, einmal ein kleiner Tagesrucksack in verschiedenen Ländern und was, ja, was so vielleicht unangenehm ist, als ich einmal nachts im Indien alleine unterwegs war, in so einem kleinen Ort, kam einer vorbeigefahren, hat mir so an die Brust gefasst. Ich glaube, das war für den so, da habe ich einfach ein falsches Signal ausgesendet. Ich war da so wie freiwillig für die, ne? Weil das macht keine indische Frau so. Aber da war ich 19, das war dann auch ein Unterschied. Genau, da fällt mir noch ein, so mit Indien heute und damals, also mit 19 und dann halt mit Mitte 30. Ich habe das Gefühl, dass Indien viel dazu oder sich mehr an die Touristen gewöhnt hat. Vielleicht liegt es aber auch an meinem Alter, dass ich mittlerweile selbstsicherer bin und dadurch nicht mehr so angreifbar bin für Sachen. Auf jeden Fall habe ich mich diesmal viel sicherer gefühlt und hatte mehr Abstand so zu den Menschen. Und ich möchte auch nochmal ganz kurz das Thema Impfungen erwähnen, weil das ja auch viele Leute interessiert. Und zwar, als ich damals mit 19 los bin, da hatte ich ja noch nicht angefangen mit diesem alternativen Weg, da habe ich dann so halt das gemacht, was ich in der, gibt ja so eine Webseite vom Staat, ich weiß jetzt nicht, das Auswärtige Amt oder so, die dann so Impfempfehlungen und sowas machen. Das habe ich dann halbherzig gemacht, weil ich einfach nicht so viel Geld hatte, um mir diese Malaria-Mittel und bla 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 zu kaufen. Ich habe dann, glaube ich, nur Typhus gemacht, weil das so 3 Tabletten waren. Das war irgendwie so leicht. Da musste man jeden zweiten Tag irgendwie eine nehmen. Aber Malaria musste man mehrere Monate und ich war schon viel zu spät. Und also kann man eigentlich vergessen, diesen Schutz.
Mir ist aber auch nichts passiert, niemals auf irgendwelchen Reisen, außer diese Magen-Darm-Geschichten. Ne? Aber toi, 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 Klopfer auf Holz. Es war immer alles in Ordnung. Und ich habe mich 2009 ganz intensiv dann mit dem Impfthema auseinandergesetzt, weil diesmal ganz bewusst so. Ich wollte wirklich eine bewusste Entscheidung treffen. Und ich weiß nicht, ob du meinen Kanal schon verfolgst oder nicht. Also ich bin ja Heilpraktikerin und bin ja sehr auf dem alternativen Weg unterwegs und weiß, dass um die Selbstheilungskräfte meines Körpers und habe auch ein sehr starkes Immunsystem. Und dadurch, dass ich halt nie irgendwelche Krankheiten unterdrücke, so, ne? Die dürfen alle sein und ich bin da eher psychosomatisch dann mit unterwegs und behandle die mit, ja, früher mit homöopathischen Mitteln. Mittlerweile, seitdem ich mich roh ernähre, hauptsächlich roh ernähre, war ich nicht mehr krank. Und ja, auf jeden Fall habe ich dort in dieser Vorbereitung auf diese Weltreise, habe ich mir jede Krankheit angeschaut, jede tropische Krankheit, die es so gibt, und bin jede einzelne Krankheit durchgegangen, habe mir verschiedene Bücher zu Gemüte geführt, die so, ja, die da für und wieder abwägen. Ich verlinke dir mal zwei Bücher, mit denen ich gearbeitet habe. Einmal Pro und Contra von dem Hirte, Pro und Contra Impfen. Und weil ich halt schon wusste, ich will tendenziell eher nicht impfen, habe ich mir von dem Graf auch die Impfentscheidung, der hat aber mittlerweile auch noch gute Nachfolgebücher rausgebracht. Und ja, ich habe mich dann mit jeder Krankheit beschäftigt, habe mir das durchgelesen, was ist das Schlimmste, was passieren kann. Und habe immer geschaut, habe ich davor Angst? Ja, weil das, worum es ja dabei geht bei den Krankheiten, ist die Angst, daran zu erkranken oder vielleicht zu sterben oder sowas, ne? Und ich bin dann da durchgegangen und hab dann eine Krankheit nach der anderen abgehandelt und habe gemerkt, so nein, dafür will ich mich nicht impfen, nein, dafür auch nicht. Und habe dann letzten Endes gemerkt, dass ich, so wie ich das auch hier in Deutschland mache, jetzt bin ich ja in Belgien, aber wie ich das normalerweise in Deutschland mache, mit den Krankheiten, dass ich das Thema mir dahinter anschaue und dass ich da durchgehe, das wollte ich dort auch machen, das wollte ich weiter so handhaben. Also nur weil ich in einem tropischen Land bin, ich meine, dort kennen die sich aus mit den Krankheiten. Ja, da gibt es super Malariamittel, wenn ich die nehmen wollte oder dies oder jenes, ja. Und ja, ich bin dann komplett ungeimpft unterwegs gewesen, 1,5 Jahre. Und mir ist nichts passiert. Bis auf diese eine Krankheit am Anfang, wo ich halt dann diese tibetischen Kräuterkügelchen genommen habe. Also da war wirklich nur Kräuter drin, nichts anderes. Und ich weiß aber, dass es wichtig ist, diese Entscheidung bewusst zu treffen. Und irgendwann habe ich dann auch geschnallt, dass hinter diesem Impfthema für mich die Angst zu sterben stand. Die Angst vor dem Tod. Ja, dass ich da irgendwo im Dschungel liege und krepiere. Und dann habe ich mich mit dieser Angst zu sterben auseinandergesetzt. Ja, und dann konnte ich mit gutem Gefühl gehen. Mittlerweile, jetzt sind ja auch schon wieder 7 Jahre vergangen. Ich würde mich immer noch nicht impfen oder ich habe mich auch dieses Mal wieder nicht geimpft, als ich nach Thailand geflogen bin. Ich fliege ja jetzt auch bald nach Bali, da werde ich mich auch nicht impfen. Und jetzt habe ich kurz den Faden verloren. Ja, und das, genau, was jetzt noch so dazugekommen ist, den Gedanken, den ich mir damals nicht zugelassen habe, war, Tod ist ja vielleicht noch nicht mal so schlimm für mich, weil ich kriege das dann nicht mit. Aber was noch eigentlich schlimmer sind diese Komplikationen von diesen Krankheiten. Aber da habe ich gemerkt, die möchte ich in Kauf nehmen. Das klingt jetzt vielleicht krass und du musst echt schauen, ob du der Typ dafür bist oder, weil es macht keinen Sinn, da zu reisen und die ganze Zeit Angst zu haben, dass du irgendwie krank wirst. Also dann lass dich lieber impfen, dann ist das der bessere Weg für dich. Ja. Ich habe ja auch lange Impfberatung gemacht und
Das Wichtigste ist, dass du keine Angst hast, wenn du irgendwo unterwegs bist. Genau. Also, wenn du noch Fragen hast zu dem Thema oder irgendwas genauer wissen möchtest, dann schreib gerne in den Kommentar. Wenn dir das gefallen hat, dann abonniere den Kanal, genau das auch, aber gib mir einen Daumen nach oben. Und wenn es dir nicht gefallen hat, dann schreib mir gerne einen Kommentar, was dir nicht gefallen hat, was ich besser machen kann, weil ich lerne auch gerne immer dazu. Und wie gesagt, demnächst, ich weiß noch nicht genau, wann ich, in welcher Abfolge ich die rausbringe, aber es kommen noch diese zwei Teile, einmal Reisen für Frauen alleine und Low Budget, meine Tipps und Tricks. Genau, also schau einfach nochmal wieder vorbei oder abonniere, wie gesagt, den Kanal, dann wirst du darüber informiert, wenn du auch die Glocke aktivierst. Genau. Gut, dann kommen jetzt hier noch zwei andere Videos und schau da auch mal vorbei und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, arrivederci, buonvenidos.